Wir sind heute in der Klinik für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin des Zollernalbklinikums und wir erfahren hier, welche Untersuchungen und Eingriffe hier vorgenommen werden, wer das macht und warum das nötig ist. Also der Patient wird vom Hausarzt mit der Verdachtsdiagnose zu uns als Spezialisten geschickt. Und das Erste, was wir machen, ist mit Hilfe auch dieser Duplex-Sonographie die Gefäße ein Erstbild zu erschaffen. Und der Duplex ist ein Ultraschall und es zeigt uns von der Tiefe aus die Gefäße, wie das Blut da drin fließt und ob da Engstellen vorhanden sind. Das bedeutet, wir wissen, nach dieser Untersuchung müssen wir noch mehr tätig werden mit dem Patienten oder können wir die Entwarnung geben. Mein Team und ich behandeln alle Gefäßerkrankungen, die Gefäßverengungen, aber auch die Gefäßerweiterungen in den unteren Extremitäten, in der Halsschlagaderproblematik, aber auch in der Bauchschlagader. Als Beispiel haben wir hier eine intraoperative Darstellung von einer Bauchschlagader. Die Erkrankung ist die Bauchschlagader-Aussackung oder BAA, Bauchaortenaneurysma nennt man das. Und die Gefahr ist, dass einmal die Aussackung wie ein Ballon immer größer wird und irgendwann mal es zu einer Ruptur kommt oder zu einer Blutung, wo der Patient auch dran sterben kann, wenn er nicht notfallmäßig natürlich vorher versorgt wird. Und das kommt durch als erster Linie erblich bedingt und der Blutdruck ist so der größte Faktor. Man merkt es nur, wenn man weiß, Papa, Mama, irgendjemand in der Familie hat es gehabt. Oder man hat einen hohen Blutdruck, der durch Medikamente nicht so richtig behandelbar ist. Und man ist 50 oder älter, dann sollte man einmal zum Screening kommen. Man nennt es nicht umsonst die tickende Zeitbombe, weil man es nicht spürt, sondern es ist da und irgendwann platzt es und dann ist es zu spät. Deshalb gilt die Regel, dass wir diese Bauchschlagader behandeln durch einen Stent. Das ist sozusagen eine Prothese, die jetzt hier auch zu sehen ist auf dem Monitor. Die wird durch die Leiste in den Patienten eingeführt und dann geht die Prothese auf und dann bleibt die Prothese im Körper drin. Ich bin, wie gesagt, ein sehr faszinierter Chirurg und dafür gehöre ich auch zu den Kollegen, die die Halsschlagader-OP als einer der riskantvollsten OPs der Gefäßchirurgie auch ansehen. Nicht, weil die Operation schwierig ist, das nicht, aber es geht um vieles. Man lernt den Patienten kennen, wenn er kommt. Man baut ein gewisses Gefühl auf, das zusammenbindet. Und um so eine Halsschlagader-Operation zu operieren, bedeutet für mich sehr viel, weil ich damit eine Lebensqualität erhalte. Wenn man die Patienten nicht operieren würde und 20% davon einen Schlaganfall bekommen, wo die Lebensqualität nicht nur vom Patienten, sondern auch von den ganzen Angehörigen eingeschränkt wird durch Pflege, das ist für mich schon ein sehr großer Aufwand. Und da steht viel dahinter, dass sowas auch gut läuft. Und das passiert nur, wenn das Team routiniert arbeitet, wenn alles vorhanden ist, wenn wir auf dem besten technischen Stand sind und wenn wir auch routiniert diese Eingriffe durchführen. Und das ist so das Hauptgefühl, was ich als Chirurg bekomme, wo ich auch glücklich nach Hause gehe und meine Patienten schätzen das auch. Das merkt man auch. Und diesen Feedback kriegt man auch gut zurück. Wir operieren hauptsächlich die Arterien bei uns hier im Haus in der Gefäßchirurgie. Wir benutzen nur biologisches Material. Wir benutzen sehr selten Kunststoff, sodass unsere Patienten auch die Komplikationsrate von einer Infektion oder einer Reoperation nur sehr selten brauchen. Nichtsdestotrotz sind wir nicht nur eine Gefäßchirurgie, sondern wir sind auch eine Gefäßmedizin. Wir behandeln auch sehr viel mit Medikamente, also eine medikamentöse Therapie, um den Patienten vorbeuglich medikamentös auch zu begleiten, dass er überhaupt nicht dieses Stadium erreicht, wo man dann eine operative Maßnahme durchführen muss. Wahnsinn, was für Spezialisten hier vor Ort sind. Also mich beruhigt es sehr, denn wenn mal was wäre, weiß ich, ich bin in guten Händen. Aber trotzdem bleibt gesund.